Sag mir einen Betrag für alles. Für alles, dass du leben kannst und ich. So, liebe Schostemo. Ja, ein bisschen was haben wir auch. Ach, vielleicht. Ja, das ist jetzt mal eine faire Einstellung. Also, wir kämpfen ja auch gerade. So. Los geht's, aufstehen, Opa. Wo haben Sie Rose hingebracht? Keine Ahnung. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen, brauchst du irgendwas? Soll ich etwas für dich auswählen? Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Billiger Plunder? Na schön. Sieh es als Investition, Ethan. Ah, tut mir leid, aber ich verabscheue Kredite. Bis nächstes Mal. Ich habe Latten. Hier kein Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Und sieh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Oh.
endlich. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Starkes männliches Blut. So verlockend. Wie möchtest du sterben? Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Ah.